Hallo zusammen, schön, dass du wieder bei Yoga mit Nina eingeschaltet hast. Heute habe ich eine ca. 40-minütige Yin-Yoga-Einheit für Anfänger vorbereitet. Solltest du fortgeschritten sein, bist du aber natürlich auch herzlich eingeladen mitzumachen. Yin-Yoga ist eine sehr intensive, aber gleichzeitig auch passive Praxis. Die Übungen werden ohne muskuläre Anspannung gehalten, damit der Atem möglichst frei und mühelos fließen kann. Im Yin-Yoga werden die einzelnen Asanas zwischen 3 bis 5 Minuten gehalten und dein Körper bleibt dabei so passiv wie möglich. Fortgeschrittene können noch gerne länger in den einzelnen Positionen verharren. Wir starten heute einmal mit je 3 Minuten für jede Asana. Um den besten Effekt zu spüren, komm bitte nur so weit in eine Dehnung, bis du einen angenehmen Dehnungsreiz verspürst. Das heißt ca. 70 bis 80% von dem, was maximal möglich wäre. Und dann bleib wirklich so passiv wie möglich und trau dich auch wirklich die ganze Verantwortung einfach nur an die Schwerkraft abzugeben und sie für dich arbeiten zu lassen. Sollte eine Haltung irgendwann unangenehm für dich werden, dann komm bitte raus und mach eine kurze Pause. Ich werde dich in jede einzelne Position Schritt für Schritt hineinführen und ein paar Anreize geben, worauf du dich konzentrieren könntest. Danach lasse ich dich aber ganz für dich und deine Praxis, damit du die Möglichkeit bekommst, wirklich in dich hineinzuspüren, was da gerade los ist. Ich ziehe mir beim Yin-Yoga immer gerne etwas weiteres Lockeres an, was nirgendwo kneift oder zwickt. Schau einfach darauf, dass du bequeme Kleidung für dich hast, in der du auch gut warm bleibst, dass du nicht auskühlst in den einzelnen Asanas, während wir sie eben so lange halten. Hilfsmittel benötigst du keine, sie machen es aber deutlich angenehmer. Ich werde in meiner Praxis heute einen Yoga-Klotz verwenden und wenn du empfindliche Knie hast oder gerne etwas erhöhter sitzt, dann leg dir auch noch eine zusammengefaltete Decke neben dran. Genau, das war's soweit. Dann würde ich sagen, leg mal los, zieh dir bequeme Kleidung an, mach's dir schön gemütlich, ganz viel Spaß, los geht's. Wir beginnen in der Haltung des Kindes. Bring die Knie gerne etwas breit auseinander, leg deinen Oberkörper flach am Boden ab und streck deine Arme lang nach vorne aus. Wenn du empfindliche Knie hast, dann polstere sie dir gerne mit einer Decke aus, um dir die Haltung so bequem wie möglich zu machen. Gib dein Körpergewicht komplett an die Matte ab, entspann deine Hände. Lass deine Unterarme und Oberarme ganz schwer werden. Löse die Spannung aus deinen Schultern. Lass deinen Bauch ganz weich werden und den Atem ganz natürlich fließen. Dein Gesäß strebt Richtung Fersen und dein Rücken ist lang. Beim Yin-Yoga geht es primär um das Spüren und das Wahrnehmen. Beobachte also mal ganz bewusst, wie es dir in den einzelnen Positionen geht und was es mit dir macht, dich für eine längere Zeit nicht wirklich zu bewegen. Achte dabei ganz auf dich und gönn dir diese Minuten ganz in Ruhe, ganz für deinen Körper.
Dann löse ganz sanft wieder auf, richte deinen Oberkörper langsam nach oben und komm in den Fersensitz. Kreise mit deinem Kopf über vorn ganz genüsslich von der einen zur anderen Seite. Lass ihn ganz schwer werden, entspann die Schultern und die Gesichtszüge. Und dann mach kreisende Bewegungen über hinten in deinem Tempo. Ganz genussvoll von rechts nach links, von links nach rechts. Und dann pendel dich ganz langsam wieder ein. Bring von hier deine Beine über die Seite nach vorn und führe deine Fußsohlen zueinander. Zieh dein Sitzfleisch nochmal nach hinten oben raus, sodass du deine Sitzbeinhöcker ganz geerdet auf der Matte spürst. Wir bereiten uns jetzt vor für den sitzenden Schmetterling. Bring deine Hände dazu an deine Füße oder deine Fußgelenke. Dann atme tief ein. Und mit der Ausatmung lass dein Oberkörper ganz lang nach vorne und unten sinken. Streck die Arme nach vorne aus, Handflächen zeigen nach oben und lass den Kopf schwer hängen. Wenn du möchtest, kannst du auch ein bis zwei Yogaklötze zwischen deine Füße stellen und den Kopf darauf ablegen. Wenn du mehr möchtest, fädel deine Hände unter deinen Schienbeinen durch und greife die Füße von außen. Lass dann auch hier den Kopf hängen oder leg ihn ganz entspannt auf deinem Klotz ab. Finde für dich eine gute Position, in der du für die nächsten 3 Minuten verharren kannst. Dein Rücken darf sich hier gerne runden. Lass alles los, was dich festhält. Entspanne jeden einzelnen Muskel und verbinde dich mit dem Boden und spür mal, welche Bereiche deines Körpers die Matte berühren. Und erlaube dir wirklich, mit jeder Ausatmung ganz schwer zu werden. Lass alles Alte und Belastende los und übergib die Verantwortung an die Schwerkraft.
Und dann richte dich langsam und achtsam Wirbel für Wirbel auf. Wenn du möchtest, streck die Arme einmal über dir aus und zieh dich in die Länge. Wunderbar. Dann begib dich von hier in den Grätschsitz, ca. 90 Grad oder weiter. Auf jeden Fall so, wie es sich für dich angenehm anfühlt. Wenn du möchtest, kannst du dir hier jetzt gerne eine Decke unter dein Gesäß legen, um etwas erhöht zu sitzen. Dann dreh den Oberkörper zur rechten Seite auf und mit der Ausatmung lass deinen Oberkörper über dein rechtes Bein sinken. Du kannst hier gerne auch wieder deine Handflächen nach oben zeigen lassen, um noch mehr Platz in deinem Schulterbereich zu schaffen. Und dann lass deinen Oberkörper hier wirklich ganz schwer hängen. Auch hier darf sich dein Rücken wieder runden. Deine Füße sind entspannt. Optional schnapp dir hier wieder deinen Block und stell ihn dir an die Innenseite deines rechten Schienbeins, um deine Stirn darauf ablegen zu können. Und dann spür in die Dehnung in deiner rechten Beinrückseite und in deinem unteren Rücken hinein. Gib auch hier wieder komplett ab und beobachte einmal nur deinen Atem ohne Wertung. Schau einmal, ob du eher flach in deinem Brustbereich atmest oder schon eine sehr tiefe Bauchatmung hast. Wieder nimm einfach nur wahr, lass deinen Atem fließen. Nimm mit jeder Einatmung frische, neue Energie auf und lass mit jeder Ausatmung alles Alte, Belastende gehen. Wenn möglich, schicke deinen Atem in die Bereiche, wo Enge herrscht, um dort mehr loszulassen und mehr Platz von innen heraus zu kreieren. Noch einen letzten Atemzug tief ein und aus. Dann rolle dich langsam wieder nach oben auf und wechsle die Seiten. Dreh zunächst deinen Oberkörper zur linken Seite auf, atme tief ein. Und mit der Ausatmung wandere mit deinen Fingern nach vorn, lehn deinen Oberkörper über dein linkes Bein. Lass den Kopf schwer hängen und schwer werden. Lass die Handflächen gerne wieder nach oben zeigen. Entspann die Schultern und deine Füße. Wenn du auf der rechten Seite einen Block benutzt hast, dann verwende ihn hier jetzt auch wieder auf dieser Seite. Leg deine Stirn auf ihm ab und gib noch ein bisschen mehr nach.
Gib dich ganz dieser Haltung hin und gib die Verantwortung ganz an die Schwerkraft ab. Probiere wirklich jeden einzelnen Muskel zu entspannen und nirgendwo gegenzuhalten. Beim Yin-Yoga haben wir keine genauen Vorgaben, wie etwas zu sein hat. Solange du das tust, was dir gut tut und wo du am besten im Hier und Jetzt sein kannst, machst du alles genau richtig. Genieße die Ruhe und die Geborgenheit, lausche deinem Atem und mach sonst einfach nichts. Dann löse ganz langsam und achtsam wieder auf. Stell die Beine einmal leicht angewinkelt vor dir aus. Leg deinen Oberkörper auf deinen Oberschenkeln ab und umwickel von unten deine Unterschenkel und greife die gegenüberliegenden Schienbeine. Leg deinen Kopf ganz entspannt ab und spür für einen kurzen Moment nach. Dann richte dich wieder auf, greif unter deine Knie und roll dich Wirbel für Wirbel in Rückenlage ab. Für unseren Hüftöffner Happy Baby, greife von innen durch deine Knie die Außenseite deiner Füße. Deine Fußsohlen zeigen Richtung Decke. Die Unterschenkel sind also senkrecht zum Boden. Und ganz wichtig, dein unterer Rücken bleibt flach am Boden und hebt nicht von der Matte ab. Zieh deine Schultern weg von den Ohren, entspann deinen Kiefer, deine Gesichtszüge und lass die Augen gerne wieder geschlossen. Diese Haltung ist eher intensiv.
Sollte sie ungut für dich sein, dann komm bitte in die Alternative des liegenden Schmetterlings. Bring dazu deine Fußsohlen aneinander und lass deine Knie sanft nach außen sinken. Leg deine Hände schützend auf deinem Bauch ab und gib dich auch hier wieder ganz dieser Haltung hin. Finde deine Variante. Es gibt kein richtig oder falsch. Schau, was du heute brauchst. Und es kann auch von Tag zu Tag verschieden sein. Egal in welcher Haltung du dich befindest, spüre in die intensive Dehnung deiner Leisten und deiner Hüften hinein. Schicke deinen Atem in genau diese Bereiche deines Körpers. Beobachte auch wieder, was diese Haltung mit dir macht, ob du dich wohlfühlst oder lieber gerne mit was anderem weitermachen möchtest. Nimm dir die Zeit und reflektiere ganz klar und deutlich, wie es dir jetzt gerade geht. Sehr schön. Löse nun langsam wieder auf. Stell deine Füße mattenbreit am Boden ab. Lass deine Knie x-ig ineinander fallen und spüre für einen kurzen Moment nach. Für unsere abschließende liegende Drehung, zieh deine Knie einmal zu dir heran, hüpf dein Becken leicht nach rechts und lass die Knie ganz sanft zur linken Seite sinken. Deine linke Hand liegt nun auf deinem rechten Knie auf und wenn du möchtest, streck die rechte Hand über deinen Kopf aus und leg sie am Boden ab für eine kleine, aber feine Brustöffnung. Schenk dir selbst ein Lächeln. Und nimm diese angenehme Drehung in deinem unteren Rücken wahr. Forciere hier nichts, streck dich einfach nur in die Länge, atme tief ein und aus und lass den Moment im Hier und Jetzt ganz auf dich wirken. Du bist einfach nur da, so wie du bist, und das ist genau richtig.
Dann bring deine Knie langsam wieder zurück zur Mitte. Mach ein paar kreisende Bewegungen und schenk deinem unteren Rücken eine kurze Massage. Wechsel dann nochmal die Bewegungsrichtung. Wunderbar. Hüpf nun dein Becken ganz leicht nach links. Lass die Knie vorsichtig zur rechten Seite sinken. Deine rechte Hand liegt nun auf deinem linken Knie auf. Und wenn du es eben auch schon gemacht hast, streck diesmal die linke Hand über deinen Kopf aus, leg ab und atme in diese ganz leichte Brustöffnung und in die Länge deines unteren Rückens hinein. Versuche einmal herauszufinden, was diese Praxis bisher mit dir gemacht hat, was in deinem Körper so passiert ist. Wieder ohne Wertung, nur die bewusste, aktuelle Wahrnehmung. Und wenn du noch nichts wahrnimmst und einfach lieber so da liegst, dann ist es auch völlig in Ordnung. Atme tief ein und aus und gib dein ganzes Gewicht satt an den Boden ab. Nimm noch einen letzten Atemzug tief ein und aus. Dann löse langsam wieder auf, bring deine Knie zurück zur Mitte und schenk dir auch hier nochmal eine kurze Massage für deinen unteren Rücken. Und dann finde von hier direkt in deine Schlussentspannung. Streck die Beine lang nach vorne aus und lass die Füße hüftbreit oder breiter nach außen sinken. Spüre noch einmal alle Kontaktpunkte mit dir zur Matte
Und nimm wahr, wie du dich hier ganz schwer in den Boden sinken lassen kannst. Dein Bauch ist weich. Der Atem fließt ganz von allein. Die Arme liegen entspannt neben deinem Körper. Handflächen zeigen nach oben. Entspann auch hier wieder deinen Kiefer, deine Gesichtszüge, den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Behalte deine Augen ganz sanft geschlossen. Gib alles ab. Lass los. Und genieße dein Shavasana.
dann komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück zu dir. Fang an, kleine kreisende Bewegungen mit deinen Händen und mit deinen Füßen zu machen. Lass die Bewegung etwas größer werden. Streck dich und reck dich. Zieh dich in die Länge. Gehen auch gerne mal, wenn dir danach ist. Und wenn du dann soweit bist, dreh dich noch einmal auf deine Lieblingsseite und bleib da für einen kurzen Moment liegen. Richte dich dann langsam auf und komm in einen bequemen Schneidersitz. Leg deine Hände sanft auf deinen Knien ab und bedank dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit für dich und deine Praxis genommen hast. Nimm alle Eindrücke, die du sammeln konntest, mit und hab noch eine ganz wunderbare Zeit. Denke mal daran. Nobody is perfect. Solange es dir gut geht, geht es auch den anderen gut. Bis zum nächsten Mal. Namaste.